Cookies sind kleine winzige Datenpakete, die Anwendungen, Homepages, Apps oder was auch immer. Homepages. Ich meine Webseiten und nicht Homepages. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe des Videoausschussreports zum Digitalausschuss in dieser Woche. Das klingt ein bisschen förmlicher als sonst. Das liegt daran, dass ich mich gerade so fühle, als wäre ich im Fernsehen bei den Nachrichten. Aber jetzt kommt nicht das Wetter, sondern es kommt ein neuer Bericht aus dem Digitalausschuss. Diesmal ging es beim ADA, wie wir ihn abkürzen, um zwei Themen, nämlich einmal ging es um Verschlüsselung und außerdem um Cookies. Anlass dafür waren zwei Anträge von der FDP, die wir diskutiert haben, die im Übrigen auch ganz Forderungen der Linken entsprechen. Zum Beispiel fordert die FDP darin, dass die Bundesregierung nichts unternimmt, um Verschlüsselung kaputt zu machen. Da gibt es nämlich Bestrebungen auf Seiten der Europäischen Union. Insbesondere redet man davon, Messenger unsicherer zu machen, indem man dort die Verschlüsselung schwächt. Heute werden ja Nachrichten bei den meisten groß verbreiteten Messengern verschlüsselt, übermittelt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nennt sich das. Und das bedeutet, dass ich an meinem Ende eine Nachricht schreibe, die dann komplett verschlüsselt bis zum anderen Ende bleibt, wo erst die Empfängerperson sie entschlüsseln und damit lesen kann. Niemand zwischendurch kann also wissen, was in diesen Nachrichten steht, auch nicht der Provider der Software selber. Da gibt es Diskussionen, das zu ändern und natürlich beunruhigt das. Was die Bundesregierung uns im Ausschuss gesagt hat, ist, dass sie keinerlei Absichten hat, Verschlüsselungen auch nicht bei Messengern zu schwächen. Niemals wäre sie für irgendwas, was auch nur in Richtung eines Verbots der Verschlüsselung ging. Und auf keinen Fall denke man über irgendwelche Hintertüren nach. Da gehen natürlich sofort die Alarmglocken an. Denn neuerdings, sagen wir mal so ein Jahr lang, redet die Bundesregierung davon, dass sie gar keine Hintertüren will, sondern Vordertüren, was natürlich auch Verschlüsselung kaputt machen würde. Der Bundesregierung schwebt also vor, nicht Sicherheitslücken auszunutzen, sondern mit den Herstellern zu vereinbaren, dass sie diese kleinen Vordertüren für Geheimdienste, Polizei und Ermittlungsbehörden einbauen. Dass dann also so eine Polizei oder ein Geheimdienst Bescheid sagen kann bei einem Messenger, sagen wir mal WhatsApp, und sagen kann, bei der Person, da will ich mal reinhören und dann kommt vielleicht ein neues Update der WhatsApp-Anwendung. Und bei dieser einen Person wird dann eine kleine quasi Schadsoftware raufgeladen, nämlich gar nicht ein normales Software-Update, sondern die Vordertür für den Geheimdienst. Das ist natürlich eine ganz schlechte Sache, weil wenn das einmal Schule macht, heißt es, dass Vertrauen in die Integrität informationstechnischer Systeme erschüttert wäre. Dass man nie weiß, was man sich da mit einem Software-Update runterlädt und Vertrauen in Firmen-Software-Updates zu unterwandern, ist eine ganz schlechte Idee, weil dann möglicherweise Leute ihre Updates nicht mehr runterladen und wir dann erst recht unsichere Software haben, weil dann natürlich auch Sicherheitslücken nicht mehr gefixt werden. Mich interessierte auch, wie die Bundesregierung Open Source Verschlüsselungsprodukte nachhaltig und langfristig fördert. Das macht sie nämlich kaum. Dabei gibt es da eigentlich eine ganze Menge im Markt, aber es fehlt eben eine strukturelle, nachhaltige Förderung. Die Antwort der Bundesregierung fand ich wirklich ernüchternd. Da wurde gesagt, das BMI und das BMWI, die hätten ja in den letzten Jahren schon total viel Open Source Sicherheitsprodukte gefördert. Aber man könne ja nicht jahrelang Dinge fördern, die dann im Markt gar nicht so gut funktionieren würden. Aber man wäre selbstverständlich bereit, das wieder zu tun, wenn es da einen konkreten Anlass dafür gäbe. Also konkrete Anlässe gibt es die ganze Zeit. Es gibt solche Produkte, sie brauchen Förderung. Ich weiß nicht, worauf die da noch warten. Last but not least zum Thema Verschlüsselung kam natürlich auch indirekt das Thema Unabhängigkeit des BSI zur Sprache. Die Bundesregierung, das BMI, gefragt, wie sie dazu stehen würden, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unabhängig vom Bundesinnenministerium werden würde, hat klipp und klar und zum ersten Mal für mich in dieser Deutlichkeit gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir können uns das nicht vorstellen. Das BMI soll immer die Fachaufsicht über das BSI haben. Das ist aus unserer Sicht ein großes Problem, denn das BMI ist ja nicht nur für das BSI fachlich zuständig, sondern auch für die Geheimdienste, die Bundespolizei und derlei
Institutionen, die natürlich gar kein Interesse daran haben, dass Sicherheitslücken schnell geschlossen werden. Die wollen sie nämlich aufheben, in ihre Schublade legen, bei Gelegenheit rausnehmen und ausnutzen, um Leute zu überwachen. Eine ganz schlechte Idee, weil das ist dann natürlich ein Interessenskonflikt im eigenen Haus. Deshalb ist die Unabhängigkeit des BSI so wichtig. Beim zweiten Thema ging es um Cookies. Ihr kennt das alle. Jeden Tag werdet ihr wahrscheinlich x-mal auf irgendwelchen kleinen Fensterchen zustimmen, dass Cookies auf euren Computern oder Smartphones platziert werden dürfen. Cookies sind klitzekleine Datenpakete, die Webseiten oder Apps auf euren Geräten hinterlassen, um sie wiederzuerkennen, zum Beispiel um ein Profil von euch zu bilden. Das ist nach deutschem Recht im Moment gar nicht erforderlich. Nach dem aktuell gültigen Telemediengesetz reicht es, wenn man nicht widerspricht, dann darf ein Betreiber solcher Dienste Cookies auf euren Geräten ablegen. Das ist allerdings rechtswidrig, hat der EuGH schon 2019 entschieden und der Bundesgerichtshof hat das im Mai 2020 bestätigt. Die Gesetzesänderung ist also überfällig, ist auch in der Mache. Wie das dann ganz genau umgesetzt werden soll im Telekommunikationsdatenschutzgesetz, das ist allerdings noch nicht ganz final entschieden. Als Linke fordern wir übrigens ein Verbot von Profilbildungen auf Basis invasiver Technologien, insbesondere im Zusammenhang mit Microtargeting. Wir wollen nicht, dass jeder Mensch irgendwo Profile angelegt hat, wo er dann Werbung bekommen kann, die genau auf einen personalisiert zugeschnitten sind. Und das sind ja nicht nur Produktwerbungen, das sind auch politische Werbung. Wir sind der Meinung, solche unfreiwilligen Profilbildungen gehören verboten. Da sind wir auch gar nicht die Einzigen. Auch der europäische Datenschutzbeauftragte und eine überparteiliche Initiative von Europaabgeordneten möchte ein solches Verbot haben. Diese überparteiliche Initiative des Europaparlaments heißt Tracking Free Ads Coalition und ich finde das eine gute Idee. Ich wollte von der Bundesregierung fragen, wie die denn dazu steht und ob sie es auch eine gute Idee finden. Dazu hat uns die Bundesregierung geantwortet, dass sie auf europäischer Ebene sich dafür eingesetzt haben, dass es eine Einwilligungspflicht zu solchen Profilbildungen geben muss. Aber sie konnten sich damit nicht durchsetzen. Das, was aktuell auf europäischer Ebene offenbar Mehrheitskonsens sein soll, das ist ein sogenanntes Kopplungsverbot. Das heißt, es muss immer auch ein alternatives Angebot geben, ohne eine solche Profilbildung. Ich nehme an, dann gegen Bezahlung. Ich habe auch gefragt, was die Position der Bundesregierung zur E-Privacy-Richtlinie ist, die gerade auf europäischer Ebene entwickelt wird. Da hieß es, man sei mit dem aktuellen Stand auch nicht zufrieden, man würde sich da im Moment enthalten. Allerdings würde das diese Themen gar nicht betreffen, weil alles, was Profilbildung und Datenschutz und Privatsphäre betrifft, das wäre nicht dort geregelt, sondern in der Datenschutzgrundverordnung. Die muss man vielleicht wegen dieser Cookies sogar noch einmal anpassen. Das Cookie-Thema war auch bei der nach dem Ausschuss stattfindenden Anhörung zur Datenstrategie ein Thema. Über die Anhörung selber werde ich euch aus Zeitgründen heute nicht erzählen können, aber die steht im Internet, denn die war live gestreamt und daher auch aufgezeichnet worden vom Bundestag. Hier ist sie verlinkt. Guckt sie euch mal an, wenn euch das Thema interessiert. Da war zum Beispiel von PIMS die Rede. PIMS sind Personal Information Management Systems. Ich würde die einfach Cookie Manager nennen. Sowas wie Passwort Manager, nur für Cookie-Einwilligungen oder Widersprüche. So ein PIMS, kleines elektronisches Werkzeug auf meinem Gerät, könnte ich zum Beispiel einmal erklären, welche Art von Cookies ich okay finde und welche Art von Cookies auf gar keinen Fall. Und dann würde dieses kleine Gerät an meiner Stelle immer da so überall Ja oder Nein klicken und ich hätte ein bisschen weniger Cookie-Müdigkeit. Aktuell ist das mit der Datenschutzgrundverordnung aber nicht ganz kompatibel. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber war der Meinung, gewisse Formen gehen wahrscheinlich jetzt schon, aber tatsächlich müsse man die Datenschutzgrundverordnung hier und da noch ein bisschen nachschärfen, damit sowas möglich ist. Das wäre eine richtig gute Lösung. Das, was lästig ist für NutzerInnen, nämlich das Ständige da immer wieder raufklicken und dann gar nicht mehr so genau durchlesen, zu erleichtern und auf diese Art und Weise Privatsphäre besser zu schützen. Das war's für heute. Und falls ihr euch fragt, wo sitzt die denn heute? Das sieht überhaupt nicht aus wie der Bundestag.
Das stimmt. Ich bin auch nicht ganz im Homeoffice, aber ganz in der Nähe. Heute habe ich diesen Report für euch aufgezeichnet im Video- und Tonstudio, das Stellwerk im Keller des Verstehbahnhofs. Und der Verstehbahnhof ist ein Makerspace und ein Bildungsort im Bahnhof Fürstenberg an der Havel, eine Stunde von Berlin, getragen vom Verein Havelab e.V., den ich auch mal mitgegründet habe. Hier habe ich vor ein paar Wochen noch Zeugputz von den Wänden geschlagen. Ich habe beim Trockenbau mitgeholfen, aber insgesamt sind von den 800 Stunden ehrenamtliche Arbeit, die hier eingeflossen sind, die meisten natürlich nicht von mir gekommen. So viel Zeit hatte ich nicht. Hier ist normalerweise zurzeit ein digitales Klassenzimmer. Hier an dieser Stelle machen Lehrer Aufzeichnungen für kleine Videos für ihre SchülerInnen oder aber sie machen direkt Live-Unterricht mit den SchülerInnen, die derweil zu Hause sitzen. Finde ich eine gute Sache, denn hier gibt es nicht nur ein Smartboard, das ist im Moment nicht zu sehen, sondern rausgerollt. Es gibt ja auch ein Greenscreen, wo man also unterschiedliche Hintergründe einblenden kann. Das habt ihr vielleicht während des Reports schon bemerkt. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Wieder-Reinhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und jetzt der Wetterbericht.